Also ich kann nur sagen, wir leben in einer Duckface-Gesellschaft inzwischen. Ne? Ich bin nicht mal für mich so interessant, dass ich mir das angucken möchte. Fühle ich, weil ich einfach merke, wie mich das auch selber in meinem eigenen Leben beeinflusst, weil wir alle dann anfangen, uns zu vergleichen, uns zu sagen, oh, der lebt ein Leben, was ich vielleicht leben möchte. Showbusiness, aber es ist eben nur Show. Und Leute sind, glaube ich, schon so krass in dieser Fakeness drin, dass sie gar nicht mehr wissen, wer sie selbst sind. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse dein Herz, bleibt so wie ihr seid, be unique. Dabei ist alles, nur Liebe geht raus an jeden Einzelnen. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst einen Daumen nach oben da. Und zwar reagieren wir jetzt auf ein Video von Kayvan Sufi Siavash. Ken Jebsen, mach es doch einfach, heißt das Video. Ich feiere den Bruder und deswegen bin ich auch heute wieder gespannt, was er hier zu erzählen hat. Wir gehen rein in den Laden. Ich hoffe, ihr habt Bock. Let's go. Also ich kann nur sagen, wir leben in einer Duckface-Gesellschaft inzwischen. Ne? Also nach Red Bull kommt Duckface, alle machen Jeans und so. Aber das ist ja für andere. Ich habe ein gewisses... Das ist Ding, das, was wir vorhin Kim Kardashian-Vibes-mäßig angesprochen haben. Aussehen zu haben, da bin ich irgendwie geguccied oder gefendied oder so oder gesupremed und dann da, wow. Ich habe nie einen Instagram-Kanal besessen, privat, nie einen Facebook, nie einen YouTube. Warum? Ich bin nicht mal für mich so interessant, dass ich mir das angucken möchte. Fühle ich? Doch Quatsch. Ich bin da ein bisschen anders auf jeden Fall, aber ja. Geile Einstellung auf jeden Fall. Mhm. Hab aber mit den Jahren auch gemerkt, wie ich mich immer mehr auch von diesen Social-Media-Kanälen verabschiedet habe und gar nicht mehr so krass konstant auch stattfinde und irgendwas am Hochladen bin und so. Nur mal hier und da jetzt wieder, wo ich in Mexiko war, habe ich wieder 2, 3 Dinge mehr gepostet, weil ich einfach denke, dass Leute Bock haben, das mitzuverfolgen. Stibi 1616 übrigens mit einem Sub am Start. Ich küsse dein Herz, Bro. Faust auf die Realness rein. Seit wie vielen Monaten? Seit 3 Monaten am Start. Love, Gang, Community. Auf jeden Fall, habe ich mich selber immer mehr zurückgezogen auch von diesem Thema, weil ich auch gemerkt habe, wie mich das selber beeinflusst. Was ich auch zum Beispiel selber gar nicht mehr mache, ist andere Leute krass zu verfolgen. Ich poste was rein, dann gehe ich wieder raus aus dieser App. Ich gucke meine Story mir manchmal vielleicht nochmal an, gucke, wie der Vibe so ist, weißt du, wie ich meine? Ist vielleicht auch ein bisschen Ego, ein bisschen Narzissmus an der Stelle, aber das mache ich noch. Aber ich gehe nicht auf groß andere Stories und gucke mir groß Leben von anderen Menschen rein und so, weil ich einfach merke, wie mich das auch selber in meinem eigenen Leben beeinflusst, weil wir alle dann anfangen, uns zu vergleichen, uns zu sagen, oh, der lebt ein Leben, was ich vielleicht leben möchte. Und dann vielleicht uns davon auch runterziehen lassen. Das kann auch mal motivieren, kann auch mal pushen. Ich ziehe mir zum Beispiel gerne Motivationstalks rein oder irgendwelche inspirierenden Reels, so wo einer sein Herz öffnet. Das berührt mich, das finde ich geil. Da habe ich einen positiven Effekt auch. Aber sich zu viel mit anderen Leuten zu vergleichen und zu versuchen, jemand anderes zu sein dann, weil ich glaube, viele Leute wollen dann einfach nur noch diejenigen sein, die sie auf Instagram verfolgen. Die wollen einfach genauso sein. Deswegen machen die alle dieselbe Frisur, alle dieselben Lippen, alle dieselben Ärsche, alle denselben, weißt du, wie ich meine, so. Und das ist einfach nichts Positives. Wir Menschen sind eigentlich dafür da, individuell zu sein. Jeder steht für sich, jeder ist anders auch. Und das geht halt immer mehr verloren, leider. So, statt das darzustellen, lebe das Leben eigentlich und schätze deine Privatsphäre. Ich weiß, dass es diesen Druck gibt. Ich sehe das ja auch bei meinen Kindern, wo ich immer denke, was machst du da eben alles? Abgesehen davon, wie du mit deinen Daten umgehst. Warum brauchst du das? Mhm. Ist dein Umfeld eben so, dass du so, ich verstehe, dass wenn man heute ein Handy hat, dass man da erreichbar ist. Aber die Frage ist eben auch, was das System mit dir erreicht, dass du immer erreichbar sein musst. Da gibt's einen großen Druck. Das ist eben, man lebt ganz stark für die Öffentlichkeit. Das ist ganz stark, von Anfang an ist Show Business, aber es ist eben nur Show. So. Und ist, das Leben ist weder Show, noch ist es. Das habe ich für mich dann auch irgendwann realisiert, als ich dann auch, wo es mir nicht gut ging, Dinge gepostet habe, um nach außen hin zu zeigen, wie gut es mir gerade geht oder dass alles nice ist und so ein Scheiß, weißt du? Und das mache ich aktuell nicht mehr, mache ich nicht mehr einfach, weil was ist das, Digga? Du verarschst dich in dem Augenblick auch selber und das hat auch einen psychischen Effekt, gerade bei den Leuten, die auch in der Öffentlichkeit stattfinden und die damit ihr Brot verdienen und so und die immer jemanden präsentieren, weil die denken, die müssen irgendjemanden präsentieren. So, das fickt dich selber, das fickt deine Persönlichkeit, das treibt dich weg von dir selber. So, deswegen auch die Leute sollten regelmäßig davon Detox machen. Und ich bin keiner mehr, der überall 1000 Sachen posten muss, jeden Reel und jeden alles zeigen und immer so krass und hier und cool und bla. Ich merke auch, wie mich das davon abhält, mein eigenes Leben richtig zu leben, wie er es eben gesagt hat. So. Und wie das auch im Endeffekt auch fake ist. Und ich bin nicht fake und ich kann nicht fake sein. Auf Dauer tut mir das nicht gut, fake zu sein. Und Leute sind, glaube ich, schon so krass in dieser Fakeness drin, dass sie gar nicht mehr wissen, wer sie selbst sind.
Erlebnis. Es ist eben was anderes. Und mein Ratschlag an alle Menschen mit Mobiltelefon ist, mach doch mal Folgendes. Von Freitag 24 Uhr 0 auf Samstag weglegen und erst am Montag wieder an. Mhm. Mal versuch das mal. Ob du das überhaupt schaffst oder ob du alle Sekunde deine Nachrichten checken musst. Mhm. Warum eigentlich? Ob du gesehen wirst, erreicht wird. Mach das doch mal. Und wenn du siehst, dass dir das schwerfällt, dann werde nachdenklich. Mhm. Warum das irgendwie so ein Suchtpotenzial hat wie Zigaretten? Was ist da eigentlich los? Das ist krass. Ich bin auch mittlerweile so unterwegs, dass ich halt wirklich, ich stehe um 7, 8 Uhr auf und schalte mein Handy meistens erst um 10, 11 Uhr scharf. So. Und auch mein Laptop und so. Ich mache wirklich so komplett den ganzen Morgen meine Routine, mein Frühstück, mein Kaffee trinken, mein Yoga, meine Meditation. Diese ganzen Dinge mache ich bevor ich irgendwie zulasse, dass irgendein Endgerät einen Einfluss auf mich haben kann, in Form von Nachrichten oder in Form auch von Strahlung und so eine Scheiße, weißt du? Das ist so viel wert und ich habe das instinktiv gemacht, seitdem ich hier in Mexiko bin. In Deutschland habe ich das nicht gemacht, weil weiß ich auch nicht warum, keine Ahnung, Alter. Hier habe ich so eine geile Connection mit der Natur und jetzt fliegen gerade 1000 Vögel hier in die Bäume rein. Das ist einfach schön zu beobachten, es ist einfach schön aufzustehen, es ist einfach schön seinen Tag anzufangen, auch mit ein paar Stunden, ohne diesen Einfluss von irgendwelchen Apps oder Nachrichten oder irgendwie, weißt du, ist einfach schön. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ein selbstbestimmtes Leben oder aber wirst du auch schon so ein bisschen auf Trab gehalten. Was ist denn das eigentlich? Könntest du irgendwo an dem Strand sitzen und Wellen reiten gehen oder wärst du total traurig, weil du kein Mobiltelefon hast, womit du das abbilden könntest? Ich zum Beispiel habe kein Mobiltelefon dabei. Ich benutze mein Mobiltelefon nur, um jemanden anzurufen oder aber, ich bin ja jemand, der medial arbeitet, zu gucken, ob das, wie ich es geplant habe, veröffentlicht wurde. Das ist ein reines Tool. Sonst publiziere ich eben nichts. Und dann benutze ich mein Telefon eigentlich nur als Speicher für Musik. So. Und das Telefon, was ich benutze, da ist die SIM-Karte rausgenommen. Das ist ein Musikspeicher. Das mag ich an Geräten. Die haben heute eben sehr viele MP3s drauf. Früher musste ich Kassetten mitnehmen. Das ist das Schöne. Und sonst, du bist ganz schwer erreichbar. Für mich schon. Ich bin für mich schon sehr erreichbar. Und die meisten Leute, die mich nicht erreichen, da brauche ich das offensichtlich auch nicht. Ich bin ja schließlich nicht der Dienstleister, der Mülleimer für alle. So. Aber viele brauchen eben auch diese ständige Erreichbarkeit, um für sich zu sagen, Bro, ich würde dich gerne mal erreichen, ja. Gab es schon mehrere Versuche, die wir versucht haben, dass wir endlich mal zusammenkommen, aber das ist auch schwer. Man schreibt ihm auch SMS und so, weißt du, wie ich meine? Leider bis jetzt noch nicht zustande gekommen. Ich hoffe, das wird noch irgendwann passieren, weil ich glaube, wir würden echt ein geiles Gespräch haben, mich und der Ken. Total wichtig. Ich sage Folgendes. Ich bin total unwichtig. Ich bin einer von 8 Milliarden. Ich bin vielleicht ein bisschen bekannter als die anderen. Das ist aber keine Kunst in dem minimalen Beruf. Das wird auch jedem Fußballer so gehen. Jeder, der einen Beruf hat, der öffentlich gelebt wird, ist das eben so. Das hat gar nichts mit Leistung zu tun, sondern jeder, der etwas Öffentliches tut, was öffentlich eingesehen werden kann, ist bekannter als Lieschen Müller, die beim Bäcker in der Backstube arbeitet. Das hat gar nichts mit dem zu tun, was die macht. Aber der Verlust von Privatsphäre, der ja damit einhergeht, ist überhaupt nicht erstrebenswert. So, ich kann dazu nicht raten. Und deswegen habe ich mich in den letzten Wochen und Monaten ja auch dahingehend zurückgezogen. Du machst ja ganz wenig. Ich habe privat noch nie irgendetwas publiziert, dass man mich sieht beim Essen gehen in Rom oder so. Nee. Und wenn ich nichts publiziere, warum sollte das, was ich mache, irgendjemand da draußen interessieren? Und ich bin auch dahingehend keine öffentliche Person, dass die anderen ein Recht darauf haben zu machen, was ich mache. Wenn man aber das dauernd bringen muss, ist man auch wieder bei der Sucht. Da sind wir wieder bei dem Frieden. Ich muss mich ständig beschäftigen mit irgendetwas, weil ich es nicht aushalten kann, mal irgendwo im Ausland zu sitzen, wo mich keiner erkennt und einfach nur aufs Wasser zu gucken. Da muss ich sofort, um zu gucken, geil, Digga. Geil. Mache ich auch hier öfter jetzt mittlerweile, dass ich einfach rausgehe, auch nichts poste, moste und so ein Scheiß, Digga. Und dann einfach da am Meer sitze und das Meer rauschen genieße und so. Bro, ist einfach nice. Einfach nice. Hey, wo bist du denn? Damit ich nachgefragt werde. Wenn ich mich selbst zur Aktie mache, die abhängig davon ist, ob ich sie kaufe, verkaufe und halte, in wie viele Klicks es habe, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich eben mich zu einem Subjekt, zu einem Objekt eben mache. Und das tue ich eben nicht. Und da ist ein Mobiltelefon sehr verführerisch, weil heute ja jemand mit einem Mobiltelefon sich selbst zur Quelle machen kann und sich selbst vermarkten kann. Und wenn man sich selbst vermarktet, ist man eben ein Produkt. Ich bin kein Produkt. Okay? Ich bin ein... Ich bin auch kein Produkt, Digga. Habe ich immer gesagt. Ich schwör's dir. Ich vermarkte mich zwar auch auf eine Art und Weise, ich würde es aber keine Vermarktung nennen, weil ich auch nie so krass auf dem Geld-Vibes unterwegs war. Ich mache das aus dem Herzen vor allen Dingen, aber natürlich auch davon zu leben. So.
aber immer mit einer Message irgendwie. Immer, dass ich was mitgebe, dass ich eine gute, positive Community habe, die ich gut beeinflussen kann, die mir Liebe gibt, denen ich Liebe gebe und so. Ich bin kein Produkt, Bro. Ich verkaufe mich nicht für Scheißdreck. Ich würde niemals euch verarschen, anlügen oder solche Sachen, weißt du? Ist halt aber schwer. Ist schwer. Ist schwer. Ist wirklich schwer, in diesem, in Social Media stattzufinden und sich nicht zu einem Produkt machen zu lassen. Ist einfach nicht einfach. So, sage ich euch ehrlich. Ist, seitdem ich angefangen habe, auch ein Ding, was man auch immer wieder auf dem Schirm haben muss und wo man auch gegenarbeiten muss und wo man einfach sich selber immer treu bleiben muss. Auch Veränderung, vor Veränderung keine Angst haben. Die Leute, die mich kennen, wissen Bescheid. Ich habe immer mal wieder meinen Content geändert, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, weil ich irgendwas Neues wollte, weil ich irgendwas anderes gesehen habe und so. Und das gehört auch dazu, das ist auch voll wichtig, wenn du in der Öffentlichkeit, dass du dich nicht da so einfangen lässt von der Community, von den Leuten, die unbedingt die Sachen von dir haben wollen und so, sondern dass du immer noch ein freier Mensch bist, der entscheidet, was er tut und was er nicht tut. Menschliches Wesen, das ist kein Produkt. Darüber denken meisten Menschen gar nicht mehr nach, weil alle das machen. Mhm. Alle publizieren heute was, alle sind ständig auf Sendungen, alle streamen live irgendwas. Ja, das dient aber stream it in, man, dass die anderen mitbekommen, dass es einen gibt, sondern für sich selbst, ich bin so wichtig. Ich habe 50.000 Leute haben gesehen, wie ich meinen neuen AMG betreten habe. Wen interessiert das eigentlich? Das gibt mir auch gar nichts mehr. Ich finde es mittlerweile geil, wenn ich sehe, okay, jetzt 5.000 Leute haben sich heute schon das Video reingezogen, wo wir über die Macht der Haare geredet haben. So, weil dann denke ich mir so, geil, Digga, wer verbreitet sowas? Wer zieht sich sowas rein? Ich bin dafür verantwortlich, dass Leute darauf aufmerksam werden, auf Themen, mit denen sie sich nie beschäftigt haben vorher, so, weißt du? Das ist das, was mich mittlerweile am meisten erfüllt. Mich interessiert es nicht. Das ist das Problem der aktuellen Zeit, dass du quasi das, was damals nur die Künstler hatten oder die Stars, diesen Druck, und den sie sich selber auch gemacht haben, den hat heute gefühlt jeder, weil jeder zu diesem Produkt gemacht wird oder sich auch dazu macht. Dazu. Hat gefühlt jeder, weil jeder sich zu dem gemacht wird, Digga, geil. Slang it in, man. Und zwar ohne großes Können. Früher, ich weiß noch, in der Zeit, früher musste man richtig was können, um präsent zu sein. Dann wurde man in der Stefan Raab-Gesellschaft eingeladen, weil man fertig gemacht wurde. Heute reicht es, dass man einfach da ist. Mhm. Und zeigt sich. Nur dadurch ist es inflationär, weil ja alle irgendwas machen. Mhm. Nur das hat Warhol mit seinen 15 Minuten Ruhm ja nicht gemeint. So, wenn du diese 15 Minuten Ruhm anstrebst und die sind rum, dann ist es vorbei. Es geht darum, dass du für dich in deinem eigenen Leben jemand bleibst, der für sich selbst etwas macht, was für sich selbst ruhmreich ist, weil er vielleicht auf jede Art von Krankenruhm verzichtet und sagt, mein Leben ist ein ehrliches Leben. Ich gehe mit meinen Freunden so ehrlich um und ich genieße dieses Unbekannte. Ich weiß, dass es für jemand schwierig ist, der Beyoncé und Co. anguckt und sagt, das wäre schon ganz toll und so. Und ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, es gibt etwas, was du gar nicht möchtest, den Verlust von Privatsphäre. Mhm. Ich habe das ja erlebt, weil als öffentliche Person ist das den Preis, den du bezahlen musst. Das ist überhaupt nicht erstrebenswert. Warum nicht? Weil du ständig, wohin du gehst, taxiert wirst. Jemand weiß, wie du bist, hat ein Video von dir gesehen. Mhm. Du wirst sofort bewertet. So. Und aus diesem Grund, das kriegst du nicht mehr rückgängig gemacht. Mhm. Das ist das Problem. Also wohin du kommst, hat jemand sofort, heute ist es ja so, wenn du irgendwo hingehst, steigst in irgendeine U-Bahn, in irgendein Land oder ist irgendein Deutscher, dann googelt er sofort und hat, kann sofort lesen, wer du bist, der tritt dir nicht mehr unvoreingenommen gegenüber. Du musst dich immer erklären und so. Und ich kann dir nur eins sagen, das ist das Letzte. Mhm. Das ist überhaupt nicht witzig. Du, ist nicht geil. Es gibt auch keinen Restart. Nicht immer. Also ich kann nur raten, Finger weg von Social Media. Jein. Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Na? Ich würde nicht sagen, komplett Finger weg, ist nur Scheiße. Fluch und Segen zugleich. Selbst Dieter Bohlen hat gesagt, er würde alles dafür geben, um wieder anonym leben zu können. Dieter, kommt nach Mexiko, Bro. Ist halt auch so geil hier, ich bin hier mehr oder weniger anonym, so. Na? Ich bin aber so ein Typ, der auch schon allein wegen seiner Optik und der Ausstrahlung schon auch oft bewertet wird, weißt du? Das auch habe ich heute wieder gehabt mit den zwei Ägypterinnen, die ich getroffen habe, die Deutsch konnten, weißt du? Da war es auch so, dass die eine zu mir gesagt hat, du bist mir vorhin schon aufgefallen, aber ich habe gedacht, du bist so und so. So ein typischer Halfcast aus Amerika, so. Ne? Und dann haben wir uns unterhalten, dann hat die gemerkt, ah, der ist deutsch, okay, der macht das, dies, der beschäftigt sich mit den und den Themen und so. Du wirst halt schon immer in eine Schublade reingesteckt und mit der Öffentlichkeit ist es natürlich noch mehr geworden. Aber hier ist es halt wenigstens so, obwohl hier auch sehr viele Deutsche sind, aber ich treffe auch oft Menschen, die einfach mich nicht kennen. Und das ist auch sehr cool. So. Ist sehr cool. Weil in Deutschland ist es halt so, egal wo ich bin nicht der groß-famous-Typ und so ein Scheiß, aber von mir hat man schon mal gehört,
egal wo ich bin, gibt's Leute, die sagen, ey, den kennt man doch oder ich kenne dich doch irgendwoher. Bro, was war da los und damals und Corona und wann machst du wieder das und wann ist wieder so? Und das konstant, weißt du? Immer wieder. Ist schon so anstrengend. Weißt du, was ich meine? Du hast halt auch manchmal Tage, wo du einfach entspannt pumpen gehen willst. Du willst einfach entspannt trainieren gehen und nicht groß mit irgendwen reden oder so, weil du einfach dein Programm durchziehen willst. Und einfach am Start sein willst, so, weißt du, und dann musst du halt trotzdem, ja, manchmal, aber ey, ich will mich nicht beklagen, weil auf der anderen Seite hast du sehr viele Vorteile dadurch, so, ich persönlich muss sagen, ey, ich find's so geil, dass ich meine Arbeit quasi remote von überall aus der Welt tun kann, ohne dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss, weißt du, weil ich halt einfach mir das so aufgebaut habe, dass ich gesagt habe, ey, ich mache mein Ding online, und so, also es hat sehr viele Vorteile. Na, es hat sehr viele Vorteile mit ein paar Nachteilen, sage ich mal so. Aber ich zum Beispiel bereue es nicht. Ich habe schon ganz früh gespürt, dass mein Weg so gehen wird, dass ich in die Öffentlichkeit gehe. Schon damals, wo ich 7, 8 Jahre alt war, habe ich das gefühlt und habe es dann durchgezogen. Und ich bereue es nicht, auf gar keinen Fall. Ich bin froh und dankbar für den Job, den ich machen darf. Für den Job, den ich mir ausgesucht habe, so. Yes.